Darf ich vorstellen, das ist unsere Gigi. Sie ist 3 Jahre alt und ca. 46 cm groß. Gigi ist eine sanfte und zurückhaltende Hündin. Sie drängt sich nicht in den Vordergrund, sondern wartet geduldig ab. Doch sobald sie Vertrauen gefasst hat, genießt sie jede Streicheleinheit umso mehr. Jetzt sucht Gigi ein Zuhause, in dem sie ihr Glück in vollen Zügen genießen kann. Gigi war einige Zeit bei uns im privaten Tierheim in Portugal und jetzt hat sie das große Glück, ihr Zuhause von einer Pflegestelle auszusuchen. Diese Pflegestelle befindet sich in Much und dort kann die süße Maus auch besucht werden. Gigi ist eine sehr genügsame Hündin, die nicht viel fordert, aber die Zuwendung ihrer Menschen in vollen Zügen genießt. Sie lebt momentan auf der Pflegestelle mit einer weiteren Hündin zusammen, an der sie sich viel orientiert. Ihr gegenüber zeigt sie sich stets sehr sozial und freundlich. Bei Spaziergängen hat Gigi bereits mehrfach Katzen und andere Hunde getroffen. Sie verhält sich dabei neutral und unaufgeregt, sofern sie nicht bedrängt wird. Gigi ist vorsichtig, zeigt aber bisher keine besonderen Ängste und ist im Alltag recht gelassen. Geräusche machen ihr nichts aus, man kann selbst mit einem Staubsauger um sie herum saugen. Sie liebt entspannte Spaziergänge und läuft sogar schon recht gut an der Leine. Alles in allem ist sie eine ruhige Begleiterin, die ihr Glück manchmal gar nicht recht fassen kann, wenn sie in ihrem weichen Körbchen liegt und ungeteilte Aufmerksamkeit erhält. Autofahren muss Gigi noch trainieren. Noch ist ihr das Auto eher unheimlich und sie übergibt sich bei längeren Fahrten zum Teil noch. Sie ist jedoch schon so gut wie stubenrein und kann nach Eingewöhnung sicher auch mal alleine zu Hause bleiben. Auf ihrer Pflegestelle klappt das Alleinebleiben bereits problemlos. Im neuen Zuhause wünschen wir uns für Gigi ein ruhiges, liebevolles Umfeld, in dem sie die Zeit und den Raum bekommt, sich weiterzuentwickeln. Sie würde gut zu Menschen passen, die ihr Geduld und Geborgenheit schenken. Gigi wäre sowohl als Einzelhund glücklich, als auch in einem Haushalt mit einem weiteren, eher ruhigen Artgenossen. Kinder im Haushalt sollten schon etwas älter sein, also mindestens 12 Jahre alt. Wir glauben, dass kleine Kinder für Gigi zu viel wären. Wenn du jetzt Interesse an der süßen Maus hast, dann melde dich doch einfach bei uns. Sie ist bereits gechippt, geimpft und kastriert und wurde bereits auch schon auf Mittelmeerkrankheiten getestet, wo alles negativ war.